So, schauen wir uns mal an. Ich hab's gerade gestartet. Ich glaube, das dauert ein kleines Müh, weil, genau, jetzt kommt erstmal die Securum, die Kopierschutzüberprüfung und ach, hör mir auf. Und zwar, ich mach mal das hier wieder an. Oh, Plum, genau. Wir machen das hier. Sieht man das? Das da. Wheelman. Schauen wir uns mal an. War auch in dem Paket mit bei. Und wie das so ist. Ich weiß gar nicht, also da in dem ganzen Kartenkrams gedöns, startet er endlich? Nee, noch nicht. Da war hier so eine riesengroße Faltmap mit bei. Scheint sowas wie Open World oder so zu sein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Anlehnung an Rockstar mit GTA oder was auch immer. Lass uns überraschen. So, das wird aus. Bum, 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 bum. Ach ja, Ubisoft. Ich glaube 2007, 8, 9, irgendwas in dem Dreh, glaube ich, ist das rausgekommen. Zeitnah zu einem Film, den ich auch nicht gesehen habe. Wenn dieses jetzt nicht zwingend mein Hauptlieblings-Schauspielercharakter. Eingabetaste. Das Interessante ist, ich habe es ja schon einmal gestartet. Man sieht ja, wie hochauflösend die, ne, die Dinger sind. Und wenn man sich dann die Videoeinstellung anguckt, wow, Wahnsinn. So. Wir starten mal ein neues Spiel. Vielleicht kann man ja später noch was einstellen. Stoßmanöver sind wichtig, um gegnerische Fahrzeuge bei hohen Geschwindigkeiten zu eliminieren. Mhm. Da bin ich aber gespannt. Die Fokusanzeige wird aufgeladen, wenn dein Strich durch die Rechnung. Okay. Ist das die Spielwelt? Das wäre ja interessant, wenn die wirklich so aussieht. Gerade Mortal Kombat als Nummernschild. Glaubst du, dass es ein Spiel ist? Bewegung! Ui. Was? Ziel, fahr einfach geradeaus. Okay. Rechts abbiegen, jetzt! Wie sind die denn so schnell hergekommen? Neuer Plan. Die Sache hat mir mehr eingebracht, als ich dachte. Warte mal kurz. Wegen Einstellung, ne? Ich will gucken mal Audio. With me. You're always with me. So, machen wir mal so. Ja, möchte ich speichern. Aber man hat keine Möglichkeit, ne? Grafik und so weiter einzustellen. Das ist krass. So Steuerungsbeton, Maus, sonstige Steuerung. Was können wir da? Du kannst hier nichts einstellen. Das ist ja krass. Okay. Wir werden nicht so einfach aufgeben. Die Bullen werden überall sein. Jetzt wirst du deine Kohle verdienen. Adrian sagte, dass du gut bist, aber du bist neu in der Stadt, also höre zu. Folge meinen Anweisungen, okay? Ich bringe dich an Orte, die du noch nie gesehen hast. Boah! Fahren Sie rechts ab, sofort! Links, jetzt! Kann man da nicht langfahren? Bestimmt! Yeah! Sie können nicht entkommen! Straßensperre! Verdammt! Halte nicht an! Brich durch! Na klar! Die holen uns nie ein. Endlich mal ein richtiger Wheelman. Ach so, das sind wir. Nach links! Einfach durch hier. Einfach durch. Fahrzeugstoßmanöver benutze. Nach links schieben, um seitliche Stoßmanöver durchzuführen. Okay. Ach, so eine Dinge sind das. Aha, aua. Da ist keine Straße mehr. Boah. Verdammt! Sie lassen einen Hubschrauber nach uns suchen. Sieht so aus, als hättest du sie echt wütend gemacht.
passiert beim Auto eigentlich was? Ne? Aua. Verdammt, ich darf die Maus nicht bewegen. Höllisch aufpassen mit der Maus. Oder Hubschrauber kommt. Okay. Oi, oi, oi. Du bist so gut, wie Adrian gesagt hat. Ich bin froh. Das wird etwas Größeres finanzieren. Aber für dich ist genug da. Keine Sorge. Ich bedanke mich immer großzügig. Ich glaube, die Maus muss sie die ganze Zeit hochhalten. Damit ich nicht aussehen. Das soll dir mal einer nachmachen. Okay, hier sind 90. Dann fahre ich mal 90. Können wir auch von drinnen gucken? Nee, ne? Aber ist ja ganz nett und ganz neckisch, ja, aber... Nach rechts! Wir müssen durch die Stierkampfarena. Hoffentlich kannst du das. Ach, dadurch. Links! Links abbiegen! Au! Au! Wie geht denn eigentlich nach bremsen? Vorne. Wir biegen hier nicht ab! Okay, jetzt im Ausstieg. Nein, ist nicht zu eng. Das ist Wahnsinn. Nein, ist es nicht. Wenn du so weitermachst, zahle ich dir mehr. Na klar. Ich kann es mir jetzt leisten. Ah. Wir gehen hier gerade rüber. Ich weiß nicht, was gerade rüber ist, aber ist okay. Halten Sie das Fahrzeug an. Oh. Keine Ahnung, was das hier für Bewegung macht, das Ding. Ich fahre hier lang. Ich habe ein paar Dellen. Aber ist nicht so schlimm. Nein! Nein! Die Rampe! Ja doch! Gut, gut. Du fährst gut. Na, geht so, geht so, geht so, geht so. Noch eine Straßensperre. Links! Links abbiegen! Ja doch! Links! Jetzt! In die Gasse! Die Gasse! Sie sind genau hinter uns! Ja doch! Mensch! Mach mich doch nicht irre, Frau! Stoß es auf den Weg! Mach dich nicht so breit! Was machst du denn? Das ist ein gepanzerter Lastwagen. Leg den Rückwärtsgang ein. Verdammt. Zurück, schnell. Ich fahre zurück zur Plaza. Nein, hier kann es nicht enden. Nicht jetzt. Leihfuß und Rahmen. Jetzt sind wir. Worauf wartest du? Ich bin doch schon durch. Oh. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind weg. Gut gefahren. Wir müssen dieses Auto verlassen. Die Polizei wird es überall erkennen. Ich habe einen neuen Wagen an einem Parkplatz besorgt. Tatsache Ich habe ihn auf der Karte markiert. Los geht's. Tatsache Umwelt. Hast du je mit einem Team gearbeitet? Nee. Wir spielen gut zusammen. Naja. Was ich gestohlen habe, ist egal. Ich verticke es und finanziere etwas Größeres. Aha. Erweckt das dein Interesse? Du bist neu in Barcelona, sieh? Du wirst sehen. Hier gibt es Touristen,
Und dann gibt es meine Welt. Die Polizei kann nicht weit weg sein. Wir brauchen dieses Auto. Oh, steige in Lumis Auto. Wow, Wahnsinn. Können wir springen? Wir können rennen, okay. Wir können nicht springen. Warte! Was denn? Oh. Eine der anderen Gangs hat das getan. Du musst uns jetzt ein anderes Auto besorgen. Das hier? Wenn wir hier nicht aussteigen, sind wir tot. Wie hole ich denn ein anderes Auto? Warte mal. Ach so, ich habe ja keine... Ach so, doch hier vielleicht, ne? Warte mal, Tastatur, Fahrtsteuerung, zur Fußsteuerung. Ja, super. Wie kann ich... Ach so, hier, da. Wir anvisieren, Waffe auf dem Wachsel ins... F ist es, okay. F. Da. Verschwinden Komm. Wir. Bring mich zum Ziel. Na klar, bring ich dich zum Ziel. Rampage. Aber es ist doof, dass das Ding hier keine Anzeige hat. Du hast es gut gemacht. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Seltsam, wie es so schnell still werden kann. Alle Gangs, sie haben Frieden geschlossen. Es ist gut fürs Geschäft. Leider hält nichts ewig. Ich werde nicht fragen, warum du die Staaten verlassen hast. Wir beide sollten unsere Geheimnisse für uns behalten. So, hier bis hin. Also was macht man denn hier, um Spaß zu haben? Was du brauchst, ist ein Reiseführer. Arbeitest du immer solo? Warum? Suchst du einen Tanzpartner? Vielleicht. Aber ich werde ein erfahrenes Team brauchen, das genau Bescheid weiß. Ich arbeite lieber mit Leuten, die wissen, wie man im Hintergrund bleibt. Mit solchen Leuten muss man vorsichtig sein. Manchmal sind sie schwer zu finden, wenn man sie braucht. Bei mir weiß man immer genau, wo ich bin. Hinter dem Lenkrad. Tja, Auftrag abgeschlossen. Das ist super. Aber ist ja... Also inhaltlich, spielerisch ist das natürlich... ne? Also 25 ist sie. Weiblich, spanisch, selbstständig. Selbstständig ist sie. Lumi Vega ist sowohl als geschickte Diebin als auch als Flamenco-Tänzerin in der katalanischen Unterwelt bekannt. Sie ist eine der wenigen Kriminellen, die noch selbstständig in Barcelona arbeiten. Und sie geht Ärger aus dem Weg, indem sie nur Kleindelikte begeht. Nur, ne? Es gibt jedoch Gerüchte, dass sie ein Team aus Spezialisten zusammenstellt, um einen Job zu erledigen, der ihr normalerweise eine Nummer zu groß wäre. Normalerweise macht sie also nur Kleindelikte. Also das, was wir jetzt gerade dazu zu verschrottet haben, ist mit Sicherheit kein Kleindelikt mehr. Aber ist egal. So, von dem PDAP kannst du direkt zu einem Auftrag springen. Du kannst auch Wegpunkte setzen, deinen Posteingang ansehen, deinen Fortschritt analysieren und deine aktuellen Ziele überprüfen. P für Fortfahren. Wow, ich sag ja. Das ist ja... Boah, guck doch mal an, wie riesig das ist. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind da, ne? Oder? Nee, da sind wir. Nee, das ist unser nächstes Ziel. Gallo, deine Kontaktperson der Agency will dich an der Baustelle treffen. Wir sind jetzt hier. Naja, es geht von der Größe. Ups, nee, ich will P drücken. So, wir können also Wegpunkte setzen. Das ist der hier. Da kann ich jetzt rechts starten. Nee, links ist das, ne? Linke Maustaste starten. So, was können wir hier noch machen? Wir können heranzoomen. Okay. Wir haben einen Posteingang. Das ist super. Wie findest du Barcelona? Meine Kontakte sagen mir, dass du schon einen großen Eindruck gemacht hast. Melde dich bei mir, triff mich an der Baustelle. Steuerung hoch, runter. Können wir wahrscheinlich aus. F1 ist GPS. Ach so, das ist das. Fortschritt haben wir hier. Verbesserung, Fahrzeugleistung erhöhen. Erkundung. 3 von 50 haben wir schon allein mit der Anfangsmission durch. Wahnsinn. Ränge SBCA0B. Da F3 Erklärung. Ah, Milo, Polizei, Feind und Waffenlager bewegen und dann... Oh, wir hätten fahren können, aber ist egal. Wheelman. Prost.
Ich bin Gallo, stellvertretender Büroleiter. Du musst Milo sein. Ja, seit heute Morgen. Sie haben die ganze Deckgeschichte aus Miami geschluckt. Ich höre, du warst fleißig. Viel Schaden angerichtet? Ist das wichtig? Nicht wirklich. Das ist es nie. Gibst du mir jetzt den Umschlag oder machst du weiter mit dieser Inquisition? Was verfolgen wir? Das Paket hat höchste Priorität. Damit könnte eine ganze Nation zerstört werden. Ist das Zielobjekt in der Stadt? Irgendwo in Barcelona. Die verschiedenen Verbrechergruppen werden versuchen, es in die Finger zu bekommen. Ja, um es an den Meistbietenden zu verkaufen. Die Welt ist voll mit Käufern. Okay, Dossier. Anton Gallo, 36, bist ja jünger als ich, männlich-amerikaner Agency. Anton Gallo wurde mit Mitte 20 nach seinem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaften von der Agency rekrutiert und erwies sich als hervorragender Analyst. Ne? Durch seine Fähigkeiten, seinen Charme und seinen Ehrgeiz wurde er bald zum stellvertretenden Büroleiter, eine Position, die er Jahre später noch immer innehat. Tja, war es nicht zum Chef. Nicht nur Stellvertreter. Der Grund für seine Anwesenheit in Barcelona sind Kostensenkung der europäischen Operation der Agency, wobei sogar ranghohe Angestellte nun Außendienstaufgaben. Ey, das tut mir leid. Wird überall gespart. So, da müssen wir jetzt hin. Wir können mal, wir gucken mal, wie es sich so fährt. Ne? Oh. Oh, die Musik ist cool. Der hat mich einfach überfahren. So. Robot. Atents a les entrades regalades en trucades telefòniques. Aquí, en Fabius Cerdana. No! Okay. Super. Ich wollte eigentlich Handbremse und... So, jetzt aber. Kann ich eigentlich alles gewissenlos kaputt fahren, ohne dass es jemand mitbekommt, oder? Ui, das tut mir leid. Oh, hier war ich doch schon mal. Boah, das habe ich nicht mehr geschafft. Oh, ah, jetzt haben wir einen Stern. Ah, okay, wir können nicht einfach so lang fahren, wie wir wollen. Vor allem, die rennen einfach auf die Straße, die Leute. Wie soll das funktionieren, dass man hier ordentlich lang fahren kann? Wow. Und fahren alle, wie sie wollen. Hier war ich doch gerade eben schon mal. So weit weg hier. Ah, falsch abgebogen, verdammt. Guck mal, hier ein Peugeot vor uns, das ist ja cool. So, hier lang. Okay, die Bäume sind fest. Komischerweise, da kriegen wir trotzdem Fahndungspunkte, nur weil wir uns selber beschädigen. Na ja, gut. So, jetzt. Na, jetzt bin ich gespannt. Ah, sauer, kann rein. Bist du Miguel? Hoffentlich. Sonst hat die Polizei all die Jahre den falschen Mann gesucht. Hast du einen Namen? Ich heiße Milo. Ich suche einen Typen namens Felipe. Kein Problem. Felipe, es gibt es überall in Barcelona. Das ist ja gut. Alle Autos? Alle? Was? Alle Autos? Star Wars Autos? Hurensohn! Alle Autos! Autoprobleme? Nein, ich habe im Lotto gewonnen. Alle Autos, die ich will. Was kümmert dich das? Sagen wir einfach, dass ich Sachen wieder in Ordnung bringe. Ich habe 3 Autos von meinem Bruder Starvo geliehen. Ich werde mir schnelles Geld bei Straßenrennen verdienen.
Hab ein paar Fahrern gutes Geld bezahlt. Du hast also ein paar Fahrer angestellt, die dann deine Autos geklaut haben. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Ach was, du bist ein echt schlauer Junge. Ich sag dir mal was. Bring mich mit Felipe zusammen und überlass mir diese Autos. Ich glaube, er macht's. Ich glaube, er macht's. Du sollst für Miguel 3 gestohlene Autos zurückbringen. Bring sie zurück, ohne sie auf dem Weg zu zerschrotten. Der erste ist ein Astra am Plaza Real. Fahr ihn nicht zu Schrott. Ich habe keine Zeit für Reparaturen, verstanden? Und sorg dafür, dass dir die Polizei nicht folgt. Du bist auf dich allein gestellt. Okay, das kriegen wir hin. Und er fährt sogar. Das ist echt ein Astra. So, warte mal, du kannst von Auto zu Auto springen, hinter dem Auto rechte Maustaste oder Ende drücken. Wie soll ich denn Ende drücken? Gedrückt halten, wenn das Symbol grün wird, dann loslassen. Okay. Toll, jetzt ist wieder kein Auto in der Nähe, wenn ich ein Auto brauche. Halt, ich brauche ein Auto. Los. Mit dem Peugeot hinterher. Da. So, komm. Oh, das wird ein Stück Blech. Oh. So. Wie soll das funktionieren? Jawoll! Ich hab Leute, die aufpassen. Du hast das Auto. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Also, auf was wartest du? Bring es heil wieder. Demolier es ja nicht. Oh, das war ich nicht. Das war der andere. Das war der andere. Definitiv. Vergiss es. Sieht so aus, als verfolgt dich niemand. Aber das war einfach. Der nächste ist ein Cabrio drüben am Plaza del Catalunya. Aua. Marble. Irgendwas. Das Nummernschild vom Peugeot hier. Komm, da hinten ist er. Oh, das ist schön. Der gibt Gas. Komm. Nein! Okay, weg mit der Motorhaube. Die hat E-Bus gestört. Jawoll! Verschwende keine Zeit, aber bring es zurück. Du weißt, dass ich überall Augen habe. Vergiss das nicht, wenn du mein Auto klauen willst. Cardfry, So, vorsichtig, keinen Kratzer machen. Ja, super. Der G8. Er ist irgendwo bei Raval. Aber dieses Mal fahr nicht wie eine Schlampe, die am Handy labert. Wir Was? Haben nicht viel Zeit. Was? Aua. Oh, komm.
Halte Space und W zum Driften, okay. Au! Oh. Da ist er. Uiuiuiui. Der ist schnell diesmal. Komm. Komm. Jawohl. Nein. Was? Um die Polizei abzuhängen, musst du ihre Sichtlinien unterbrechen, außer der Fahndungshunde bleiben. Okay. Ich hab dir gesagt, keine Reptilien. Miguel hasst Reptilien. Das ist nur ein Kratzer. Nichts, was man mit ein bisschen Politur hinkriegt. Oh Gott, sind die schnell. Damit darf ich doch keinen Kratzer machen bei dem Auto. Oh, vorsichtig. Die Fahrphysik ist echt für ein Po, ja. Das ist... Garage. Sehr gut. Du sollst besser meine Autos nicht zu Schrott fahren, Mann. Vielleicht hast du das gut gemacht. Vielleicht lasse ich dich wieder mal mit mir arbeiten. Wenn du Glück hast. Du willst Felipe? Meinetwegen. Der Lantos-Wichser steckt seine Nase da rein, wo sie ihm vielleicht abgeschnitten wird. Schau beim Drugstore Club vorbei. Okay, Auftrag abgeschlossen. Superst. Der Airjack kann jederzeit benutzt werden, um in andere Fahrzeuge zu springen. Benutze den Airjack, um einen feindlichen Fahrer auszuschalten oder um ein neues Fahrzeug zu entführen. Okay. Miguel Delgado, 22. Ist aber schlecht gealtert. Männlich-spanisch, Chulos Canalas. Der Bruder der Anführer der Chulos Canalas, Miguel Delgado, ist ein instabiler und gewalttätiger Schläger der Gang. Er wird in der Gang als Risiko betrachtet, da ihm sowohl die Diplomatie als auch die Führungsqualitäten seines Bruders fehlen und er oft Männer gegen ihren Willen in scheinbar aussichtslose Schlägereien verwickelt. Nichtsdestotrotz beschützt Davo seinen Bruder. Daher wird er von den Mitgliedern der Gang selten in Frage gestellt oder herausgefordert. Okay. Was ist das jetzt hier? Auf Bestellung. Du brauchst ja ein Fahrzeug, um diesen Auftrag zu beginnen. Wähle ein vernünftiges. Aha. Was auch immer das ist. So, du bist... Hey, du hast eine Nachricht erhalten. Okay. Posteingang. Paulo Lials Neffe, Felipe, wurde mit Chulos Canalas gesehen. Sie planen etwas. Versuch es mit Miguel, einem kleinen Canalas-Schläger. Er verabscheut Felipe, er wird ihn verraten. Und da oben haben wir noch den Dress. Ah, okay, das war die Nachricht, die wir so hatten. Das ist ein Tomorad. Was ist los? Willst du Ärger? Palmeo Portadil! Tenía una pistola, huevi! Okay. Spoon Hunter. Spine
Ah, ist auch egal. Spy könnte es heißen. Spy Hunter. Ich brauche ein vernünftiges Auto. Da fährt es gerade vorbei. Da ist noch ein anderes. Esto no me está sucediendo a mí. Das sind alles nicht gute Autos hier. Da hinten kommt ein gutes Auto. Ein Cabriolette. Halt! Aua! Alles raus. Oh. Da. Die fahren hier echt alle, wie sie wollen, ja. Oh, hier ist ein Krankenhaus. Felipe hackt am Dragster Club mit Schulus Kalanas ab, okay? Verschiedene Fahrzeuge haben unterschiedliche Stärken, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wer von euch ist Felipe? Kenne ich dich? Noch nicht. Ich heiße Milo Burek. Ich komme gerade aus Miami. Ich suche Arbeit. Was machst du, Milo aus Miami? Ich bin ein Wheelman. Ein Wheelman? Wo ist dein Auto? Wenn du keine Verwendung für mich hast, sollte ich vielleicht mit deinem Onkel Paolo reden. Was hast du gesagt? Wer zum Teufel bist du? Oh, wir müssen jetzt kämpfen. Ein guter Fahrer weiß, wann er anfangen und wann er aufhören muss. Ist das deins? Ja. Jetzt habe ich ein Auto. Schlüssel? Vorsichtig. Oh, der hat eine Bassstimme, oder? Vorsichtig. Hier fangen wir an. Ob das so gut ist? Los, los! Mach schon! Vor allem, die sind gleich hinter mir. Was, benutze Philippes Auto als Druckmittel, um an seinen Onkel Paolo ranzukommen? Okay. Verpiss dich aus meinem Auto! Wenn du das Auto zerkratzt, wird Paolo dich zerkratzen. Okay. Demolier das Auto nicht auf dem Weg. Okay, ja, alles. Ist alles gut, das ist nur ein Kratzer. Ich war das nicht. Ich will das Auto nicht zerstören. Ich glaube, das Ding ist da hinüber. Oh. Und das vom Ziel. Brennt schon. Okay, jetzt ist wieder erstaunlicherweise heil geworden. Nee, doch nicht. Sind die anderen. Que coño! Verdammt nochmal!
Und hier hören wir auf. Nein! Du bist verrückt! Bitte! Bitte! Ich gebe dir, was du willst. Arrangiere ein Treffen mit deinem Onkel Paolo. Okay. Okay! Es ist nicht schwer, dich aufzuspüren. Jetzt hab ich dich. Meine Männer, die Lantos, nicht diese scheiß Rulos, kommen zuerst bei Paolo an. Du triffst keinen, hä? Es ist aus, Milo. Ich schick dich in einer kleinen Box zurück nach Miami. Ich hab keine Ahnung, was jetzt gemacht werden muss hier. Die müssen wir aufhalten. Genau. Komm, 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 gib Gas. Was, der Lantos-Gangster ist, mach ihn fertig. Okay, so. Okay, 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 ich weiß Bescheid. Mannschaft stehlen. Boah. Okay, nach vorne schieben zum hinten ran. Das ist auch schon ein bisschen demolierend. Auftrag abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, warum ich die überfallen sollte, aber ist egal. Felipe Leal, Alter 27, Los Lantos, nicht Los Santos, ne? Felipe Leal ist ein mächtiger und gefährlicher Mann, da sein Onkel Paolo Leal der Anführer der Los Lantos-Bande ist. Los Lantos ist der älteste und traditionsreichste der kriminellen Banden in Barcelona. Felipe glaubt, dass sein Onkel dem Familiengeschäft durch seine Weigerung, sich der Zeit anzupassen, schadet. Es heißt, dass Felipe sich mit anderen kriminellen Fraktionen in Barcelona verbündet hat, da er mit der Zukunft der Los Lantos unzufrieden ist. Tja, jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir hier Mini-Aufträge, wie es scheint, zwischendurch. Ne? Wir können jetzt hier mit Taxi bringe deinen Gast schnell nach Plaza de Cataluña. Mhm. Auf Bestellung. Oder ansonsten können wir hier fahren. Ne? So, warte mal, ich mach mal die Mission. Hier. Wir sind geschlossen. Ich bin Milo. Paolo erwartet mich. Sollen wir jetzt die Bezahlung besprechen? Tut mir leid, Paolo. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Er sagt, er ist Milo. Ah, der Fahrer. Entschuldige die Sauerei. Er schuldet mir was. Wir haben gerade über einen Zahlungsplan gesprochen. Ich höre, du hast meinen Neffen kennengelernt. Da spricht sie schnell rum. Besonders, wenn du das Auto meines Neffen stiehlst. Mein Auto. Vielleicht können wir einen Zahlungsplan vereinbaren. Ganz schön mutig, hierher zu kommen. Du willst nicht lange leben, was? Wer will das schon? Paolo Leal, der Chef der Los Lantos, will, dass du seinen Neffen Felipe zu einem Deal fährst. Besorg dir Informationen von ihm auf dem Weg. Du wirst Felipe zu einem Übergabeort fahren. Er ist nur da, um zu beobachten. Wenn alles glatt geht, kriegst du mehr Jobs. Als ob der jetzt erfreut ist, mit mir hier rumzufahren. Ja,
Nein, nein, ich komme klar mit ihm. Ich hab gesagt, verdammt, vergiss es. Wie bist du aus dem Auto gekommen? Paolo hat gesagt, dass ich nett zu dir sein soll. Du kannst mich mal. Komm, Fahrer, Beeilung! Komm schon, lass uns Freunde sein, Felipe. Ich höre, du hast nicht viele. Ich hab viele Freunde. Wirklich? Erzähl mir von ihnen. Zum Teufel mit dir. Ich sag dir gar nichts. Nein. Du wirst mir alles erzählen. Ich verstehe die Story überhaupt nicht. Jage Felipe Angst ein, indem du schnell fährst, den Verkehr rammst, Objekte zerstörst und Sprünge machst. Was will Paolo, dass du mich fährst? Da laufe ich ja schneller. Was machst du? Hey! Aus mir kriegst du nichts an. Oh, Sprünge kriegen wir hin. Ich rede nicht mit Dienern. Oh, hier geht's nicht weiter. Warum geht's hier nicht ein weiter? Ein Wheelman. Vielleicht solltest du einen neuen Beruf finden. Okay. Aus mir kriegst du nichts raus, verstehst okay. du? Jawohl. Was machst du? Hey! Ich rede nicht mit Dienern. Hey! Du bist verrückt! Hör auf damit! Milo! Was? Ich kann tun? Wir sind bald am Ende! Oh! Man wird uns sehen! Hey! Bist du... Pass auf! Ja, ist er sauer? Nein! Nein! Okay! Verdammt! Stopp! Ich sag es dir, okay? Hör mit dieser verrückten Scheiße auf! Okay, du weißt etwas über Los Lantos, über uns. Paolo, er ist der Chef. Wir sind die Größten in der Stadt. Wenn du etwas brauchst, kommst du zu uns. Wir sehen rechtmäßig aus, haben gute Tarngeschäfte, Kontakte zu den Leuten des Bürgermeisters. Nicht wie Julos Canalas. Ausländer, Einwanderer, Straßenabschaum. Zusammengehalten von Stavo Delgado und seiner rechten Hand Che Taraval. Sie haben nichts, nur viele kleine Geschäfte. Sie sind überall wie Fliegen. Wenn du noch etwas brauchst, kannst du den Teufel in der Hölle fragen. Ich hau ab. Wir haut ab. Was? Was? Hä? Felipe ist entkommen? Oh, ich habe gerade was zu trinken hier. Geht das nochmal? Okay. Lass mich runter! Ah! Wo muss ich denn jetzt mit ihm hin? Du weißt nicht, wer ich bin. Doch. Mit Paulus Familie macht man sowas nicht. Okay. Du schnell! Da. Ich kann mich nicht festhalten. Na klar kannst du. Machst du super. Wie siehst du, du kommst bloß nicht. Das Auto. Lass mich nicht runter, bevor... Nein. Ui. Ich habe ihn umgebracht. Nein, das will ich nicht. Nein, das, sowas machen wir nicht. Wir machen sowas nicht. Du weißt nicht, wer ich bin. Mit Paulus Familie macht man sowas nicht. Lass mich runter. Da. Du bist verrückt. Du weißt nicht, wer ich bin. Mit Paulus Familie macht man sowas nicht. Die Beine schlappeln. Okay. Du das nicht. Tod kann ich dir nicht helfen. Wir sind bald am Ende. Du hast fast... So, haben wir es jetzt? Nee, ne? Das ist zu viel. Warum ist das so viel? Ist da Quatsch hier? Du hast ja angefangen. Oh, warte mal. Der verliert Punkte. Ich kann mich nicht festhalten. Doch, kannst du. Ich rutsche. So, jetzt kann man gleich Turbo geben. Ich kann dir nicht mehr sagen, sie werden mich umbringen. Was willst du? Ich weiß nicht, was du willst. Okay, lass mich wieder rein.
Ich sag es dir, ich werde reden. Was ist hier draußen? Die Rumänen sind in Barcelona ungefähr vor einem Jahr aufgetaucht. Sie handeln mit schweren Waffen, Luxuskarren, auf Bestellung geklaut, Erpressung. Das volle Programm. Zorin Theodor tut so, als sei er der Anführer der Rumänen. Großer Typ, aber sein Boss, ein Mann namens Radu, ist der wirkliche Anführer. Geschafft. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Entspann dich einfach, okay? Mann. Hurensohn, siehst du? Jemand hat gesehen, was du getan hast. Du hast uns hier reingeritten, jetzt hol uns auch wieder raus. Okay. Du willst da lang, also gut. Verschwendest Zeit, verschwendest Paulus Zeit. Jetzt müssen wir die Polizei abschütteln. Paulo muss verrückt sein, dir diesen Job zu geben. Wenn die Polizei uns nicht sehen kann, müssen wir nun die Autos wechseln. Bekommst du das hin? Was, müssen wir in die Autos wechseln? Gibt es in Miami etwa nur blinde Polizisten? Fahr ein paar Kurven. Versuch es, ja? Oh. Das ist kein Drecksterrennen, Amerikaner. Hängen Sie in den nächsten Kurven lieber ab. Die Bullen haben endlich aufgegeben. Wegen dir kennt die Polizei dieses Auto. In der Nähe ist eine Landhausgarage. Ich zeige dir wo. Wir holen ein anderes Auto. Eines, das die Polizei nicht kennt. Mein Gott. Hauptsache, wir haben Rampage hinten drauf zu stellen. Also dieses Spiel, das ist, also, ich muss mal echt gucken, wie viel Bewertung, echt, also technisch ist es sehr wohl ja an einigen Stellen ganz okay, ja, also, aber das Problem ist, das Spielprinzip, das erstreckt sich auf, ich fahre alles platt. Die Polizei war jetzt nun nicht jetzt das Komplizierteste hier, ne, und ansonsten fahren wir hier nur von A nach B. Ich weiß nicht mal, ob, wenn wir dann zu Fuß unterwegs sind, ob das irgendwie aufwendiger ist. Oh, schön. Oh. Jetzt sind wir gleich da. Sehr schön. Wenn wir das neue Auto haben, musst du damit nicht vor der Polizei protzen, okay? Nein. Bring uns einfach zur Catalunya-Station, okay? Ach, da ist die Garage. Wo ist die Garage? Da. Es gibt nie Bezirk Garagen. Du kannst sie benutzen, um Polizeiaufmerksamkeit loszuwerden. Glaubst mich zu kennen? Du hast keine Ahnung. Oh, du weißt nicht, was ich kann. Aber das wirst du kennenlernen. Diese Stadt wird sich verändern. Und nicht wegen dir. Paulo hält mich nur zurück. Ich brauche ihn nicht. Glaubst du, ich mache immer, was Paulo sagt? Dummer Ausländer. Du, wie ist der denn drauf? Okay, Auftrag abgeschlossen. Superst. Nein, machen wir noch einen Auftrag, oder? Hier rüge du fährstest du, keine Ahnung. Du wartest. Sind wir nicht hier, um zuzusehen? Du passt hier auf. Ich finde eine bessere Aussicht. Mhm. Ich glaube, der gerät jetzt gleich in Probleme. Ist klar, nehmt euch den Smart. Aber guck mal, wie hinterher. Hinter ihnen her, los! Neuer Plan, ha? Huh? Der Deal ist schiefgelaufen. Du sollst für Philipp die fliehenden Dealer verfolgen und ausschalten. Okay, los, schnapp dir den Dealer. Fahr! Ich fahr doch, Mann, ich wechsle gleich die Karre, wenn du so weitermachst.
Ich habe die Maus bewegt. Ich sag ja, das ist hier echt mit Vorsicht zu genießen. Guck mal, wie schnell die sind mit dem Ding. Näher an, damit ich sie treffen kann. Ramsey, jetzt! Hab ich doch. Oh. Es hier. Ich erledige sie. Schau zu. Ich zeig dir, wie das gemacht wird. Das ist einer. Ja. Jetzt hol die anderen zwei. Los, los. Oh. Auf mich sind die nicht vorbereitet. Okay. Ich habe große Pläne, auf die keiner gefasst ist. Die warten. Niemand weiß, was ich geplant habe. Okay, ich hab dich. Uah. Alle sind bald tot, dann herrsche ich in dieser Stadt. Siehst du, wie ich schieße? Du lernst von den Besten. Okay. Schau zu. Ich zeig dir, wie das gemacht wird. Ja! Sehen wir mal, was der letzte Typ drauf hat. Los! Der da ist zu schnell. Ich muss auf die Reifen schießen. Oh. Dieses Auto ist wertlos. Wir brauchen ein anderes. Okay. Niemand weiß, was ich geplant habe. Ich hoffe, das überlebt. Halt es genau so. Ah, hab ihn. Noch einen, dann fährt er nirgendwo mehr hin. Jawohl. Das sollte ihn verlangsamen. Oh, ja, ja. Zu verschwinden, Philippe. Ich werde den Schützen kalt machen. Oh, ja, 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 ich muss diese Schützen erwischen. Oh, ja, ja. Zu Fuß können wir nicht abhauen. Finde ein Auto. Ich hole doch schon eins. Komm. Was? Das war ich nicht. Guck mal, die warten immer so schön auf uns. Das ist super. Wie im Film. Gefällt dir das, hä? Arschloch. Sie kommen und ich werde sie zur Hölle jagen. Oh. Ihr Auto ist schwer. Du kannst es nicht ran. Ich muss den Fahrer abknallen. Okay. Bring mich zu diesem Fahrer! Ja, doch. Siehst du, wie ich schieße? Du lernst von den Besten. Ja! Ja! Wer ist der Nächste? Philippe Lial kann man nicht aufhalten. Was? Nein, nein. Ich hab sie alle erwischt. Was? Wie? Nein, nein, ich kümmere mich darum. Wo ist er? Ich sagte, ich mache das. Einer ist davongekommen, das Schwein. Er ist in einer Gasse hinter Delisieu. Er ist das Letzte, um das wir uns kümmern müssen. Das oder der Komm Letzte? Komm schon, wir müssen das zu Ende bringen. Ja, ich bin doch schon dabei, Mann. Okay, Turbo ist wieder aufgefüllt. Jetzt nicht erledigen. Haben wir später große Probleme. Wieso später? Paolo macht uns fertig, wenn der da entkommt. Gut, gut. Sie sind da vorne. Lass mich ihn erledigen. War das doch der Richtige? Nur weil Paolo mir sagt, ich soll die Scheiße vergessen, heißt nicht, dass ich das tun muss. Das kann nur ein schlechtes Ende für dich nehmen, Felipe.
Hallo? Pass lieber auf dich auf. Das mache ich immer. Auftrag abgeschlossen. Fokusanzeige. Fokus wird benötigt, um Supermoves auszuführen. Die Fokusanzeige zeigt den aktuellen Fokusstand an und wird im Bildschirm unten links angezeigt. Okay. Fokus erhöht sich, wenn du mit der Handbremse in Kurven fährst, driftest, Objekte demolierst und schnell fährst. Fokus sinkt, wenn du Unfälle mit dem Verkehr baust, Fußgänger überfährst und langsam fährst. Aha. Paulo Leal, 53, Geschlecht männlich, Spanisch, Los Lantos. Paulo Leal, der Anführer der Los Lantos, ist ein paranoider und gewalttätiger Mann. Er ist als Kopf der Vollstrecker der brutalsten Abteilung innerhalb der Familie in den Reihen aufgestiegen. Paulo ist ein Anführer, der mit eiserner Faust herrscht, aber er hat keine Zukunftsvision. Sein Mangel an Geschäftssinn wird jedoch durch Brutalität ausgeglichen. Paulos Lügendetektor ist zu seinem Markenzeichen geworden. Er prüft damit regelmäßig die Loyalität von Außenseitern und sogar die seiner eigenen Männer. Okay. Bonusobjekte zerstören, um den Schadensmultiplikator aufzuladen. Okay. Was sind das jetzt hier für Dinger? Flucht. Oh, probieren wir es mal. Schnell da lang. Boah, ich bretter schon. Ich bretter. Uiuiui. Kann ich ein anderes Auto nehmen, ja, ne? Oh! Oh! Alter! Ist weg. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren muss. Ich weiß es nicht. Oh.
Vor allem komme ich rechtzeitig an. Ich schaff's nicht. Nein! Oh komm, immer mach ich's noch. Es war eigentlich ganz lustig. Ich bin auch völlig unsinnig, aber es war total lustig. Ich weiß ungefähr im Groben, was ich machen muss. Und zwar dahin immer fahren, wo der grüne Punkt ist, ne? Aber auch. Ich muss vorher aussteigen. So, letzter Versuch. Wenn er nicht klappt, dann ist es so. Ich stelle die jetzt aufzuschließen gleich. Obwohl ich technisch sehr weit weg bin. Obwohl. Aktuell sieht es gut aus. Ah, außer ich mache hier einen Fehler, dann natürlich nicht. Oh, jetzt sind sie gleich da. Nächstes Auto. Oh, Alter. Auxilio.
Ja, ich muss hier wieder... Macht mir nicht mal das Auto nicht kaputt. So, schneller Wechsel. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ei, Karamba. Alter, was ist das? Rank E. Oh. Okay, um die Welt zu erweitern. Ganz spaßig. Ist spaßig, definitiv. Aber das war hier erstmal soweit. Warte mal, was ist hier mit dem Dings? Posteingang. Was ist, hey Milo, du bist ja beschäftigt, wie war diese kleine heiße Sache, die ich dir klar gemacht habe? Also wenn du Felipe willst, solltest du mit seinen Kumpanen Mika versuchen. Triff mich in Cathedre de la Ba-Ba-Ba-Ba-Ba. Ich überlege gerade, nee, wir fangen kein anderes Spiel an. Das war's an der Stelle für den Abend. Also wir haben ja, was war, wie hieß das andere? Das war so, so crazy. Wir haben ja vorher The Rocking Dead heißt das Ding. Also der Rock ist tot oder so ähnlich. Oder das Rocken ist tot. Und, oder Rockende, na wie auch immer. Und jetzt hier The Real Man. Ich denke mal, Spiele, die ihresgleichen suchen, definitiv, ne? So kann man es eigentlich nennen. Das soll an der Stelle auch der Abend sein. Das waren jetzt saubere, schöne, geschmeidige, fast 2,5 Stunden. Das ist in Ordnung. Ein drittes werde ich jetzt hier nicht anfangen. Das machen wir mal ein andermal. Und, ja. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Ja, eigentlich alsbald, das heißt eigentlich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen wieder. Mal gucken mit was. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Gutes Nächtle, bis dahin, euer Firefox.